Es ist ja eine gute Tradition bei den Naturschutztagen, dass wir auch den Blick etwas über die Landesgrenzen hinaus wenden und uns immer wieder mal auch Projekte aus anderen Ländern vorstellen lassen. Und ein regelmäßiger Gast bei den Naturschutztagen in diesem Kontext ist Gabriel Schwaderer von der Stiftung Euronatur. Der Gabriel Schwaderer ist bereits seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1987 für Euronatur tätig. Und seit 1998 ist er Geschäftsführer der Stiftung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer betreut er eine breite Bandbreite von Projekten und er kennt sich extrem gut im Balkan aus, war er da viele Jahre auch tätig in diesen Projekten. Und von daher freue ich mich immer wieder aufs Neue, wenn Gabriel über Projekte aus dem Balkan berichtet. Und ich bin jetzt sehr gespannt, Gabriel, was du uns erzählen kannst über die Natur- und Urwälder in Rumänien. Aha, da ist er. Wunderbar. Lange nicht gesehen. Regelmäßiger Gast bei den Naturschutztagen, aber lange nicht gesehen. Herzlich willkommen. Du wirst jetzt deine Präsentation gleich selber teilen und von daher überlasse ich dir die Bühne. Ja, vielen Dank, Uwe, und einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich muss jetzt hier mal schnell den Bildschirm freigeben. So, jetzt sollten alle meinen Bildschirm sehen können, auch in Vollbildschirmmodus. Einen wunderschönen guten Morgen und alles Gute für das neue Jahr 2022. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr bei den ersten Online-Naturschutztagen berichten kann. Freue mich dann allerdings auch sehr darauf, dass wir uns hoffentlich in einem Jahr zum Jahresauftakt in Radolfzell treffen. Ja, es geht um die Ur- und Naturwälder in Rumänien, die in großer Gefahr sind. Hier spielt sich derzeit ein großes Naturschutzdrama in Europa ab. Und bevor ich auf die Schattenseiten zu sprechen komme, hier ein paar Impressionen aus diesen wundervollen Ur- und Naturwäldern, die es noch in großer Zahl und großflächig vor allem in Rumänien gibt. Etwas, was es in Deutschland, in Mitteleuropa eben schon lange, lange nicht mehr gibt, diese großflächigen, wundervollen Ur- und Naturwälder. Bevor ich in den Inhalt einsteige, ein paar Worte zu Euronatur für alle, die unsere gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Radolfzell nicht kennen. Vor rund 35 Jahren gegründet von NABU, BUND und Deutsche Umwelthilfe. Wir sind insbesondere im europäischen Ausland aktiv und arbeiten dort mit Partnerorganisationen zusammen. Wir richten unsere Schwerpunkte aus am Schutz von Wäldern, Feuchtgebieten, Flüssen, Seen, Kulturlandschaften. Das Grüne Band Europa spielt eine ganz wichtige Rolle für unsere Arbeit. Und wenn es um den Waldschutz geht, dann haben wir einen klaren Schwerpunkt in Rumänien und auf dem Balkan. Und eines unserer zentralen Leitmotive für unsere Arbeit ist, Menschen und Natur miteinander verbinden. Ja, worum geht es heute? Es geht um Ur- und Naturwälder. Zunächst einmal auch ein paar Sätze zu den Ur- und Naturwäldern in Europa. Dann aber Schwerpunkt Rumänien. Dort zur Bedrohung dieser wundervollen Wälder, zu ihrer Verbreitung und auch zu ihrer Bedeutung. Und ich werde ein paar Ausführungen machen zum politischen und rechtlichen Rahmen und dann auch zum Schluss ein paar Lösungsansätze aufzeigen. Ja, wir wissen in erster Linie, dass wir wenig wissen. Es gibt nach den aktuell vorliegenden Daten noch rund 3,7 Millionen Hektar Ur- und Naturwälder in der EU. Das sind rund 2,4% der Waldfläche der Europäischen Union. Allerdings wissen wir auch, dass es große Informationslücken gibt, insbesondere im Norden Europas, in der borealen Zone. Wir wissen allerdings auch, dass es noch wenige boreale Urwälder gibt und nur noch sehr, sehr wenige temperate Urwälder, also in der gemäßigten Klimazone. Was sind denn nun eigentlich Ur- und Naturwälder?
Das sind zwei Begriffe, die ich heute häufig verwenden werde, über die es aber auch eine große Diskussion gibt, wie sie zu definieren und zu verstehen sind. Also ich werde die Begriffe so verwenden, dass immer wenn ich Urwälder benenne, dann sind das Wälder, die noch nie gerodet oder eingeschlagen wurden und die sich gemäß natürlicher Prozesse entwickeln. Und Naturwälder, das können Waldbestände sein, auch in Sekundärwäldern, die also schon einmal eingeschlagen wurden, die aber jetzt Strukturen und ein Arteninventar aufweisen, was gemeinhin mit Urwäldern assoziiert wird. Und im Englischen gibt es dann auch Pendant-Begriffe dazu. Urwälder wären die Primary Forests und die Naturwälder wären die Old Growth Forests. Das einfach nochmal so zur Begriffsklärung zu beginnen. Und was wir auch wissen, ist, dass die Karpaten das wichtigste Gebiet für Urwälder in der gemäßigten Zone sind und mehr als 80% der temperaten Urwälder der EU befinden sich in Rumänien. Manche Autoren sagen auch 90%. Also das ist der Hotspot für temperate Urwälder in der Europäischen Union. Und so sieht das dann dort aus. Es ist Wildnis ohne Weg und Pfad. Hier das Leitatal, 1000 Hektar Urwald, oder hier Bojamica. Das sind also auch keine singulären Fälle, sondern das ist wirklich so, dass es solche Wälder noch in größerer Zahl gibt. Hier Bojamica in einem Natura 2000 Gebiet, also FFH-Gebiet Fagarasch, auf das ich immer wieder auch zu sprechen komme. Ja, aber so sieht es eben auch aus. Das ist die Kehrseite, das ist die Schattenseite. Riesige Kahlschläge hier auch im Fagarasch Natura 2000 Gebiet. Die Holzverbringung meist ziemlich brutal, einfach auf dem kürzesten Weg nach unten ins Tal, um dann dort das Holz weiter transportieren zu können. Häufig werden Bachläufe dafür genutzt. Das ist auch nach dem rumänischen Forstgesetz nicht zulässig, wird aber dennoch häufig praktiziert. Man hängt die eingeschlagenen Stämme an einen Forsttraktor und zieht das Holz nach unten. Die Folge: riesige Erosionsrinnen und wirklich zerstörte Böden. Das ist alles andere als nachhaltige Forstwirtschaft. Und die findet eben nicht nur außerhalb von Schutzgebieten statt, sondern auch in Schutzgebieten. Das ist eine Aufnahme aus dem Domoklet-Nationalpark, einem in weiten Teilen noch wundervollen Waldgebiet mit großartigen Ur- und Naturwäldern. Aber es findet dort immer wieder auch großflächiger Holzeinschlag statt. Das ist im Übrigen auch ein Natura 2000-Gebiet, genauso wie Fagarasch. Hier ein Kahlschlag in einem Buchenwald, in einem riesigen Waldmeer. Und in der Fichte sieht das häufig so aus. Nach dem rumänischen Forstgesetz sind in der Fichte Kahlschläge nur bis 3 Hektar zulässig. Man lässt dann so einen Galeriewald stehen und dann kommt eben die nächste Einschlagfläche mit bis zu 3 Hektar. Manchmal bleiben dann auch nur noch solche Reste übrig. Ja, und es gibt auch riesige Kahlschläge. Die größten haben wir entdeckt im Naturpark Maramuresch an der Grenze zur Ukraine, also ganz im Norden Rumäniens. Der Naturpark Maramuresch ist übrigens auch ein FFH-Gebiet, ein Natura 2000-Gebiet. Und dort gibt es Kahlschläge von mehr als 3000 Hektar Fläche. So sieht das dann von der Drohne fotografiert aus. Die Realität in rumänischen Natura 2000-Gebieten ist, dass es eigentlich gar keinen Waldschutz gibt. Man fragt sich, gilt hier überhaupt EU-Recht? Es gibt gigantische Wunden, es gibt keine FFH-Verträglichkeitsprüfung, sondern es wird strikt nach den forstlichen Bewirtschaftungsplänen vorgegangen und ein wertvolles europäisches Naturerbe geht jeden Tag weiter verloren. Ja, und hier
nochmal ein Satellitenbild, was die Problematik nochmal von einer anderen Seite beleuchtet. Ich hoffe, man kann meine Maus jetzt sehen. Hier ist so ein rosa Polygon. Da sieht man in einem riesigen Wildnismeer, auch im FFH-Gebiet Fagarasch, das ist übrigens 2000 Quadratkilometer groß. Also das ist richtig viel. Das ist irgendwie viermal der Bodensee. Und in diesem Wildnisgebiet hat es dann angefangen vor 15 Jahren mit den ersten Einschlägen. Und ein paar Jahre später sieht das dann schon so aus, überall Wunden in diesem Wildnismeer. Und das ist schon deshalb sehr wichtig, weil dieses grüne Polygon, das zeigt ein Welterbegebiet. Dieses Gebiet ist seit 2017 als Komponente der Welterbestätte Alte Buchenwälder Europas in der Welterbeliste eingeschrieben. Und es wird hier bis an die Grenze gerodet. Es werden hier Kahlschläge, Großschirmschläge durchgeführt. Ein anderes Beispiel hier aus dem Semenik-Nationalpark. Auch diese rote Grenze hier zeigt auch wieder ein Welterbegebiet. Eines der größten, fast 5000 Hektar Waldfläche sind hier als Welterbegebiet in die Welterbeliste eingeschrieben. Man sieht hier auch rechts findet Holzeinschlag statt mit diesen Großschirmschlägen, wo dann nach 12 bis 15 Jahren eigentlich alle Altbäume abgeräumt sind. Das ist der Stand 2011. 2017 sieht es dann schon so aus. Das ist übrigens das Jahr, in dem die rumänischen Buchenwälder mit vielen anderen in die Welterbeliste eingetragen wurden. Ja, hier eine Zusammenfassung dessen, was wir heute wissen. Es ist so, dass wir uns ein bisschen schwer tun, damit überhaupt festzustellen, ja, wie viel Urwälder gab es vor 50 Jahren, vor 100 Jahren. Hier ein Versuch einer Annäherung, wenn man sich also bezieht auf die rumänische Forststatistik von vor rund 100 Jahren, dann findet man dort eine Zahl, dass es damals mehr als 700.000 Hektar nicht bewirtschaftete Wälder gab. Wir nehmen an, das sind Urwälder gewesen. Allerdings muss man auch sagen, dass Rumänien damals deutlich kleiner war und deshalb diese Zahl auch ein bisschen irreführend ist. Eine erste wirklich umfassende Studie wurde 2005 publiziert, die sogenannte PINMATRA-Studie. PINMATRA war ein holländisches internationales Naturschutzprogramm und damit wurde diese Studie finanziert, deshalb heißt sie häufig so. Und diese Studie kam zum Ergebnis, dass es in Rumänien noch rund 220.000 Hektar Urwälder gibt, also wirkliche Urwälder. Und die Autoren Bierisch und Wehn haben uns gegenüber in verschiedenen Gesprächen gesagt, dass sie sicher sind, dass es damals deutlich mehr Urwälder gab, aber sie hatten Schwierigkeiten mit der Datengrundlage und auch mit wenig kooperativen Forstämtern, die nicht mitteilen wollten, wo ihre Urwaldflächen sind, weil sie schon befürchteten, dass diese Flächen dann aus der Nutzung gehen sollten. Es hat 2017 eine Studie gegeben, die Greenpeace veröffentlicht hat. Diese Studie, die federführend von Per Ibisch gemacht wurde, kam zum Ergebnis auf der Grundlage von Satellitendatenauswertungen. Es gibt noch rund 300.000 Hektar Urwälder in Rumänien. Diese Studie wurde leider ziemlich stark kritisiert und man hat gesagt, naja, aber hier können wir doch sehen, Daten vom Boden, dass hier schon Einschläge stattgefunden haben. Also das ist alles Fake News. Und damit konnte diese Studie leider nicht eine große Wirkung entfalten. Trotzdem gibt es einen sehr, sehr wichtigen Hinweis. Ja, es gibt noch wirklich großflächig Wälder, Urwälder in Rumänien, rund 300.000 Hektar. Dagegen nehmen sich dann die 2017 in die Welterbeliste eingeschriebenen 24.000 Hektar durchaus bescheiden aus. Und man hat es ja vorhin auch gesehen im Satellitenbild. Man hat eher willkürlich eine kleine Fläche in Shinka im Fagarasch-Gebirge ausgewählt als Welterbe
Komponente. Man hätte dort auch viel größere Waldflächen ausweisen können. Und dann gibt es eine rumänische Spezialität, einen sogenannten nationalen Urwaldkatalog. Dort sind alle Flächen, die von der rumänischen Regierung als Urwald anerkannt werden, eingetragen. Das sind jetzt inzwischen 70.000 Hektar nach der letzten Ergänzung, die im Dezember 2021 erfolgte. Und das sind inzwischen jetzt auch glücklicherweise diese 24.000 Hektar Urwälder Welterbe enthalten. Die rumänische Regierung hat sich nämlich bis vor ein paar Jahren noch dagegen gesperrt und hat gesagt, naja, diese Welterbe-Urwälder, die erfüllen unsere Urwalddefinition nicht und wir können sie deshalb nicht in den nationalen Katalog aufnehmen. In der Folge hat Euronatur eine Studie in Auftrag gegeben, die 2019 erschienen ist, die sogenannte Primo-Faro-Studie. Und die Studie kommt zum Ergebnis, es gibt in Rumänien noch potenzielle Urwald- und Naturwaldflächen in der Größenordnung von 525.000 Hektar. Ich sage dazu nachher noch ein bisschen mehr und zeige Ihnen jetzt aber auch noch ein paar Karten, damit Sie das, was ich Ihnen in Zahlen eben vorstellte, auch ein bisschen besser vorstellen können. Also das ist jetzt die Kartierung von Wehn und Bierisch 2005. Hier sieht man den Karpatenbogen und die roten Flächen, das sind die Urwaldflächen, die 2005 kartiert wurden. Dagegen nimmt sich der nationale Urwaldkatalog, das ist jetzt leider keine ganz aktuelle Darstellung, die war mir jetzt nicht zur Hand, sondern eine aus dem August 19, doch sehr bescheiden aus. Also da sieht man nur wenige rote Flächen. Damals waren es rund 30.000 Hektar, jetzt sind 70.000. Also das ist jetzt schon etwas mehr. Weil es eben wenige verlässliche und umfassende Daten über Ur- und Naturwälder in Rumänien gab, haben wir von Euronatur aus uns entschieden, einen Studienauftrag zu geben, die das ganze Thema nochmal untersucht. Man ist methodisch so vorgegangen, dass hochauflösende Satelliten und Luftbilder ausgewertet wurden, und zwar visuell, also nicht automatisch, sondern visuell. Und das Ziel war, die wichtigsten potenziellen Ur- und Naturwälder zu identifizieren. Und so sieht das dann aus. Diese Karte zeigt jetzt in grün die potenziellen Ur- und Naturwaldflächen. Und man sieht hier im Süden, in den Südkarpaten, einfach so eine massive Häufung auch dieser Flächen. Und ganz interessant hier eine Differenzierung in dunkelgrün. Das sind die Ur- und Naturwaldflächen, die in Natura 2000-Gebieten liegen, die also nach EU-Recht geschützt sind. Und die hellgrünen sind diejenigen, die außerhalb liegen. Ja, hier eines der wichtigsten Ur- und Naturwaldcluster in Europa, das Fagarasch FFH-Gebiet. Das ist auch ein EU-Naturschutzgebiet. Ich sagte es vorhin schon, 2000 Quadratkilometer, also wirklich sehr groß. Und hier sind ungefähr 60.000 Hektar Ur- und Naturwälder enthalten. Das deckt sich im Übrigen auch ziemlich gut mit der Greenpeace-Studie aus 2017. Die kam zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Die wichtigsten Primo-Faro-Ergebnisse hier nochmal zusammengefasst. Mehr als 500.000 Hektar potenzielle Ur- und Naturwaldfläche in Rumänien. Das ist rund 8% der Waldfläche Rumäniens und zwei Drittel dieser wertvollen Wälder, nämlich rund 330.000 Hektar, die befinden sich in Natura 2000 Gebieten. Also die sind eigentlich heute schon nach EU-Recht sehr streng geschützt. Die Studie hat aber leider auch zutage gefördert, dass Urwälder in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren massiv beeinträchtigt und auch vernichtet wurden. Rund 110.000 Hektar, die die Pimatra-Studie noch festgestellt hat, sind nicht mehr intakt. Also rund die Hälfte ist seither verloren. Und aktuelle Auswertungen, die Autoren führen dieses Primo-Varo-Inventar immer weiter fort, zeigen, dass es weiterhin großflächige Einschläge in Rumänien gibt. Ein paar Sätze zur Bedeutung von Ur- und Naturwäldern. Ich will das sehr knapp machen. Ich möchte keine Eulen nach Athen tragen oder zumindest nicht zu viele.
Ur-Naturwälder sind ein Hotspot der Biodiversität. Das wird ja mitunter von interessierter Seite auch bestritten, weil man einfach nur Arten zählt, aber man schaut sich nicht an, welche Arten kommen dort vor und in welchen Individuenzahlen und so weiter. Nein, also Ur- und Naturwälder sind extrem wichtig für die Biodiversität und sie sind auch unser Verbündeter in der Bekämpfung des Klimawandels, weil sie signifikante Kohlenstoffspeicher sind und sie tragen auch weiter zur Speicherung von Kohlenstoff bei. Ja, hier nur ein paar Impressionen, das war ein bisschen schnell vielleicht, der 3C-Specht und hier ein paar Arten, die wir normal nicht so auf dem Schirm haben. Und jetzt hängt meine Präsentation irgendwie. Braunbären, Rumänien ist eines der wichtigsten Verbreitungsgebiete des Braunbären in Europa, in der EU. Ja, und dann zum Klimaaspekt. Die Kurzfassung lautet, Säge weg von Ur- und Naturwäldern. 19% des Primärenergieverbrauchs in der EU stammt aus erneuerbaren Quellen, laut EU-Kommission. Und 60% davon aus Holzbiomasse. Das zeigt schon, wie viel Holz wir heute energetisch nutzen. Und wir sehen aber gleichzeitig auch den Druck, der heute schon auf die Wälder besteht. Wenn wir jetzt den Anteil des Primärenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen bis 2030 praktisch verdoppeln wollen, und das ist ja das erklärte Ziel, dann können wir das nicht weiter machen mit einer Steigerung der Verwertung von Holzbiomasse. Das ist in einem klaren Widerspruch zu den Biodiversitätszielen und letztendlich auch zu den Klimazielen, weil diese Wälder ja auch unsere Verbündete sind in der Bekämpfung des Klimawandels. Und gleichzeitig ist Holz eine sehr wichtige Ressource für die ökologische Transformation. Wir brauchen Holz als Baustoff oder im Möbelbau und so weiter. Kurzform, Holz ist zu schade, um es zu verbrennen. Und gerade die Verbrennung von Holz erhöht den Druck auf Ur-Naturwälder. Gerade diese Buchen-Urwaldriesen in Rumänien, die eignen sich nicht besonders gut für den Bau oder für den Möbelbau, sondern die landen praktisch alle im Ofen. Ja, der rechtliche und der politische Rahmen auf EU-Ebene, ich führte das bereits aus. Ein Großteil dieser potenziellen Ur-Naturwälder Rumäniens befindet sich in Natura 2000-Gebieten. Und es ist ganz wichtig, Artikel 6 der FFH-Richtlinie sagt klipp und klar, dass alle Aktivitäten zu unterlassen sind, die zur Degradierung von natürlichen Lebensräumen führen. Und Ur- und Naturwälder sind natürliche Lebensräume par excellence. Also hier ist auch rechtlich alles ganz klar geregelt und die Säge hat in Ur- und Naturwäldern in Natura 2000-Gebieten wirklich nichts verloren. Diese Naturschutzdirektiven werden aber leider nicht konsequent umgesetzt und vor allem nicht im Wald. Und das trifft nicht nur in Rumänien zu, sondern das ist eigentlich EU-weit so. Ja, ein sehr wichtiges Dokument ist die Biodiversitätsstrategie der EU, die 2020 im Mai publiziert wurde. Und die sieht ja vor, dass 30% der Land- und Meeresfläche in der EU als Schutzgebietsfläche ausgewiesen werden sollen und 10% sogar als strikte Schutzgebiete. Wobei es eine Auseinandersetzung gibt über die Frage, was denn unter striktem Schutz zu verstehen ist. Die EU-Kommission ist hier relativ klar und sagt Non-Intervention, also keine nennenswerte Nutzung auf diesen Flächen. Und außerdem sagt die Biodiversitätsstrategie, alle Ur- und Naturwälder in der EU sind strikt zu schützen. Und wenn man diese Forderungen oder Zielsetzungen, nämlich 10% als strikte Schutzgebiete und alle Ur- und Naturwälder in der EU strikt zu schützen, zusammennimmt, dann führt das eigentlich zu der Überlegung, dass wir mindestens 15% der Waldfläche in der EU und auch in Rumänien
strikt schützen müssen und das heißt aus der Nutzung nehmen müssen. Ja, der nationale rechtliche Rahmen, das will ich ganz kurz machen, das ist auch nicht vollständig. Das Forstgesetz von 2008 schreibt in Rumänien den Urwaldschutz vor. Man hat aber lange nichts gemacht. 2012 hat man dann eine Verordnung erlassen, dass dieser nationale Urwaldkatalog aufgebaut werden soll, von dem ich bereits sprach. 2016 hat man dann gesagt, wir müssen ja noch regeln, wie der überhaupt erstellt werden soll. Jetzt haben wir 70.000 Hektar drin. Unsere Potenzialstudie Primo Faro hat ja gezeigt, dass das Ur- und Naturwaldpotenzial in Rumänien ein Vielfaches größer ist. Also dieser Urwaldkatalog wird im Schneckentempo befüllt und wir hören jetzt aus der Regierung, bei 100.000 Hektar soll dann eh Schluss sein. Ja, zu den Natura 2000 Gebieten und in Rumänien noch ein paar Sätze. Sie haben schon gehört, die meisten von diesen Natura 2000 Gebieten sind sehr, sehr groß und sind sehr bedeutsam für den Schutz der Ur- und Naturwälder. Viele von diesen Natura 2000 Gebieten sind nach rumänischem Gesetz bisher aber nicht unter Schutz, obwohl sie das müssten. Die Managementpläne gibt es erst seit ein paar Jahren und auch noch nicht für alle dieser Natura 2000 Gebiete. Und das ist auch ganz pikant, diese Managementpläne sind in der Regel also sehr umfangreich, 600 Seiten und mehr, aber trotzdem unheimlich allgemein und sie sind nicht öffentlich. Also unsere rumänischen Naturschutzpartner müssen häufig sich den Zugang gerichtlich erstreiten. Das ist eigentlich skandalös. Und der Kern ist, dass in den Natura 2000, in den Wald-Natura 2000 Gebieten Rumäniens das Forstgesetz, das eigentlich hier Gesetz ist. Die Naturschutzgesetzgebung wird hier einfach ignoriert. Die forstlichen Bewirtschaftungspläne sind die Leitlinie für alles, was dort passiert. Und die Natura 2000 Managementpläne, die eigentlich laut EU-Recht Priorität haben, die werden vollständig ignoriert. Ja, was ist denn eigentlich der Treiber für den Raubbau? Das ist der zunehmende Ressourcenhunger, es ist die mangelnde Umsetzung geltenden Rechts, Korruption und Klientelismus. Hier nur ein paar Impressionen. Das ist ein großes Sägewerk in der Nähe von Sibiu, Hermannstadt. Das sind überwiegend auch westeuropäische Holzkonzerne, die hier ein großes Geschäft machen. Das ist eine Fläche, die gehört IKEA. IKEA ist der größte Waldeigentümer Rumäniens. Und wie man hier sehen kann, ganz so nachhaltig ist die forstliche Nutzung dort nicht. Unsere Forderung an IKEA ist, alle Ur- und Naturwälder, die sie besitzen, wirklich aus der Nutzung zu nehmen und hier einen Beitrag zu leisten zum Biodiversitätsschutz und zum Klimaschutz. Und abschließend ein paar Überlegungen und auch Forderungen, die ich gliedern will, einmal so auf EU-Ebene, auf die nationale Ebene und dann auch auf das, was wir alle tun können. Ganz klar ist, die Ur- und Naturwälder Rumäniens sind ein Naturschatz globaler Bedeutung, der wirklich unsere gemeinsame Anstrengung verdient, erhalten zu werden. Auf EU-Ebene braucht es nach unserer Auffassung massive Veränderungen am Rechtsrahmen auch, nicht im Naturschutzrecht, das ist eigentlich ausreichend, aber es darf keine weitere Begünstigung mehr von Holzverbrennung geben. Dafür braucht es eine Revision der Richtlinie für erneuerbare Energien, die steht auch dieses Jahr an. Und auch die sogenannten State Aid Guidelines, also das sind Richtlinien zur staatlichen finanziellen Förderung, die müssten dringend renoviert werden. Und es braucht die Durchsetzung der schon bestehenden Naturschutzdirektiven. Das passiert nicht nur in Rumänien, auch in Deutschland und anderswo viel zu schleppend und bisweilen gar nicht. Wir von Euronatur haben gemeinsam mit Client Earth und der rumänischen NGO Agent Green mehrere Beschwerden bei der Europäischen Kommission eingereicht, um auf die Missstände in Rumänien hinzuweisen. Die Kommission hat sehr schnell darauf reagiert und ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Nur das Ganze stagniert jetzt schon seit einiger Zeit und wir fordern die EU-Kommission dringend dazu auf, diesen Fall jetzt an den Europäischen Gerichtshof
zu delegieren, weil wir nicht davon ausgehen, dass die rumänische Regierung ohne den entsprechenden Druck vom Europäischen Gerichtshof aktiv wird. Ja, und es braucht letztendlich auch eine wirklich konsequente Umsetzung der europäischen Biodiversitätsstrategie, die natürlich von den Mitgliedstaaten erfolgen muss. Ja, und auf der nationalen Ebene in Rumänien, hier werden wir auch mit unseren Partnern zusammen weiterhin rechtliche Aktionen machen. Wir werden einfach von Gerichten überprüfen lassen, ob die ablaufenden Holzeinschläge und Genehmigungen, ob die rechtens sind. Wir haben da in der Vergangenheit viele, viele Erfolge gehabt. Erst jetzt wieder vor Weihnachten hat ein rumänisches Gericht geurteilt, dass der Einschlag von 7000 Hektar Ur- und Naturwald im FFH-Gebiet Fagarasch nicht rechtens ist und die forstlichen Bewirtschaftungspläne annulliert werden müssen. Wir glauben aber auch, dass es wichtig ist, Wege aufzuzeigen, wie diese wundervollen Wälder in Wert gesetzt werden können, wie sie genutzt werden können für die lokale nachhaltige Entwicklung und das ohne Holzeinschlag. Da ist sicher das Stichwort Ökotourismus wichtig, da braucht es aber auch noch mehr. Dafür braucht es eine große gemeinsame Anstrengung und es braucht auch Kompensationszahlungen, insbesondere für die privaten Eigentümer von Naturwaldflächen in Rumänien. Da braucht es auch Unterstützung durch die Europäische Union. Das wird Rumänien allein nicht stemmen können. Und es braucht letztendlich auch eine konsequente Bekämpfung von Korruption und Klientelismus. Umgekehrt sagen wir auch, dass unsere Auseinandersetzung für den Schutz dieser Wälder auch ein Beitrag ist zur Bekämpfung der Korruption. Ja, und was können wir alle machen? Wir können auch was tun. Wir können zum Beispiel die Augen aufmachen bei der Auswahl von Heizungsanlagen. Also der Pellet-Heizungsboom sollte nach unserer Auffassung nicht weitergehen. Ich habe vorhin ausgeführt, dass Holz zu schade ist, um es zu verbrennen. Wir können uns das nicht leisten, die Holzverbrennung weiter hoch zu skalieren. Bei der Auswahl von Möbeln und Holzmöbel sind durchaus erwünscht, aber dann eben langlebige, die auch weitervererbt werden und nicht Fast Furniture, wo man einfach alle paar Jahre alle Möbel auf den Sperrmüll wirft. Das können wir uns überhaupt nicht mehr leisten. Also hier können wir alle auch einen Beitrag leisten und natürlich auch, indem wir den Druck erhöhen auf die politisch Verantwortlichen und die Umsetzer in Deutschland, in der EU, dass endlich ein konsequenter Waldschutz durchgeführt wird, dass die Wildnisziele auch in Deutschland erreicht werden, die Natura 2000-Vorgaben umgesetzt werden und auch die EU-Biodiversitätsstrategie konsequent umgesetzt wird. Und auch ein Beitrag, den Sie leisten können. Wir von Euronatur arbeiten mit vielen Naturschützerinnen und Naturschützern aus Rumänien, aus Deutschland und anderswo zusammen, um diese wundervollen Wälder zu erhalten. Dafür sind wir auf Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns über jede Spende, die wir bekommen, die es uns ermöglicht, diese Arbeit noch wirksamer zu machen. Vielen Dank. Herr Gabriel, vielen Dank für deinen Vortrag. Jetzt stoppst du die Bildschirmpräsentation, dann sehen wir uns ein bisschen größer. Ja, wunderbar. Ja, als allererstes möchte ich ein Kompliment weitergeben aus dem F&A-Bereich, nämlich der Dank an Euronatur. Ihr seid eine der wenigen Naturschutzorganisationen, wenn nicht sogar die einzige in Deutschland, die sich permanent über viele Jahre für den Naturschutz in Osteuropa und im Balkan einsetzen. Dafür gebührt euch großer Dank. Und das können wir gerne auch nochmal über diese Handhebelfunktion abfragen. Also wer jetzt Beifall spenden möchte für den Vortrag von Gabriel Schwaderer und für das Engagement von Euronatur, möge bitte die Hand heben. Und dann gucken wir mal, wie das Barometer steigt. Bei 290 angemeldeten Gästen sind wir schon bei 215, 16, 17, okay, etwa bei 220 pendelt sich das ein.
Also großer Applaus für deinen Vortrag. Vielen Dank. Das war ganz interessant zu sehen, was so an Fragen reinkam. Einen großen Teil hast du schon beantwortet im Laufe des Vortrages. Es drehte sich relativ viel erstmal um die Frage, was passiert eigentlich mit dem Holz? Wo geht es hin? Wird es verbrannt? Spielen Hackschnitzelheizungen eine Rolle? Da bist du drauf eingegangen. Ein Aspekt, den du nicht angesprochen hattest und der von Interesse ist, ist die Frage nach der FSC-Zertifizierung. Sind eigentlich bei diesen Flächen, die da gerodet werden, auch FSC-Flächen dabei? Wie geht FSC denn davor, wenn es tatsächlich so wäre? Welche Rolle spielt zum Beispiel das österreichische Unternehmen Schweighöfer? Dann so die Frage, angerissen auch durch deinen kritischen Kommentar zu IKEA, müssten wir nicht eine Boykottkampagne starten gegen IKEA und XXL Lutz, die diese Hölzer benutzen? Also vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Und dann gab es natürlich einen großen Empörungsblock bezüglich EU. Wie kann es denn sein, dass da nichts gemacht wird? Gibt es da Sanktionen? Gibt es Strafzahlungen? So, das waren eigentlich die prägenden Fragen, die da aufgetaucht sind. Vielen Dank. Und vielen Dank auch für die Unterstützung unserer Arbeit. Also zu dem ganzen Themenkomplex, welche Unternehmen sind das und was hat es mit FSC auf sich? Ein paar Ausführungen. Also zunächst mal Schweighöfer gibt es so nicht mehr. Die haben sich aufgrund dieses Drucks umbenannt in HS Timber Group. Die hießen früher mal Holz Schweighöfer und jetzt haben sie das einfach abgekürzt als HS Timber Group. Und das rührte schon von dem ganzen Druck her, der auf dem Unternehmen lastete, weil vor allem auch die Exporte nach Fernost kamen unter Druck, weil auch Japan, also Japan ist ein großer Abnehmer von Schweighöfer, fanden es nicht ganz so lustig, dass Schweighöfer immer so negativ in den Schlagzeilen ist. Ich meine, eine Boykottkampagne gegen IKEA, da würde ich jetzt heute nicht dazu aufrufen, aber alle sollen sich doch selber mal Gedanken machen, was das da für ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Wenn man alle paar Jahre im Grunde genommen seine Möbel rauswirft und neu kauft, das ist nicht sinnvoll. Und es betrifft jetzt nicht nur IKEA, sondern viele andere Möbelhersteller, die eben so Billigmöbel herstellen. Das ist wie bei Fast Food. Das ist auch keine nachhaltige Lösung. Und das Gleiche ist bei Fast Food. Dein Mikrofon ist aus. Ja, pardon, ich bin aus Versehen auf meine Leertaste gekommen und die ist so sensitiv eingestellt. Ja, und jetzt zu FSC. Ein Großteil der staatlichen Wälder in Rumänien ist FSC zertifiziert. Schweighöfer als Firma war auch assoziiert mit FSC und es gab verschiedene Untersuchungen, die dazu geführt haben, dass Schweighöfer die FSC-Zertifizierung entzogen wurde. Das ist aber jetzt erst jüngst auch zurückgenommen worden. Und also wir stehen gegenüber der FSC-Zertifizierung in Rumänien äußerst kritisch gegenüber. Wir haben keine oder wenig Kritik an FSC in Deutschland. Da denken wir, das ist ein gutes Label. Aber international gibt es riesige Probleme. Und nicht nur in Rumänien, sondern auch in Russland, in China und so weiter. Also da wäre ich auch äußerst vorsichtig, diesem Label da sehr viel Vertrauen zu schenken. Und das hat verschiedene Ursachen. Das würde jetzt vielleicht auch den Rahmen des heutigen Vortrags ein bisschen sprengen, wenn wir da noch tiefer reinbohren würden. Aber das ist mal so die Kurzfassung. Okay. Es gab auch mehrere Leute, die nachgefragt haben. Sie hätten gehört, dass rumänische Förster ziemlich gefährlich leben, wenn sie sich gegen diesen Raubbau irgendwie einsetzen, öffentlich vielleicht auch das thematisieren. Kannst du das irgendwie bestätigen oder mal erläutern? Gibt es sowas? Ja, das ist der Fall. Es hat also in den letzten Jahren 6 getötete Waldschützer und Förster gegeben, die gegen illegalen Holzeinschlag vorgegangen sind. Und die haben das nicht überlebt. Es gibt viele, viele Bedrohungen.
Auch einer unserer Partner ist vor Jahren schon übelst verprügelt worden, krankenhausreif geschlagen worden. Ein anderer Akteur von dieser NGO, Agent Green, wurde jetzt im letzten Herbst auch krankenhausreif geprügelt. Also die Gewalt im Wald nimmt zu. Und alle Waldschützer in Rumänien leben leider gefährlich. Das hat vor 2 Jahren große Wellen geschlagen. Da hat es sogar eine Aktuelle Stunde im Europäischen Parlament dazu gegeben, weil ja es doch ein zu großes Thema geworden ist. Okay, gut. Johannes, du bist im Hintergrund auch zugeschaltet. Du hast ja den Fragenkatalog auch so mit beobachtet. Sind aus deiner Perspektive, sind jetzt noch mal ein paar mehr geworden, noch Dinge, die wir dringend in die Runde einbringen sollten? Oder sind wir eigentlich weitgehend durch, glaube ich jetzt? Ne? Ja, es gibt sicherlich noch viele Fragen. Ich meine, das ist ja ein großes Themenfeld. Zu FSC könnte ich auch einiges sagen. Ich habe mich ja auch intensiv mit FSC beschäftigt. Dass FSC vielleicht trotzdem immer noch besser ist als gar kein Label, aber eben trotzdem an vielen Stellen leider versagt, aufgrund der Strukturen auch in den jeweiligen Ländern dann teilweise. Aber vielleicht nochmal die Frage, auch was würdest du dir denn wünschen jetzt von uns als Umweltaktivisten auch vor Ort in Deutschland zum einen und zum anderen, welche Perspektive hat denn jetzt auch diese EU-Beschwerde? Warum stockt die und was soll denn da passieren? Das wäre vielleicht nochmal so der Ausblick nochmal wichtig. Also welche Unterstützung braucht ihr? A und B, die EU scheint ja bei uns in Deutschland doch ein recht scharfes Schwert zu sein. Wie sieht es dann denn in solchen Ländern wie Rumänien aus? Ich meine, wie das in Ungarn war jetzt mit diesem Mediengesetz und solchen Geschichten, da wissen wir ja, dass das auch schwierig ist, wenn die Länder nicht mitmachen dann und einfach die Rechtsstaatlichkeit dann in Frage stellen den Gerichtshof überhaupt sogar in Frage stellen. Wie sieht das, wie schätzt du das für Rumänien ein und für diesen Prozess insbesondere? Ja, also zunächst nochmal zu der Frage, was können wir tun? Was können NABU-BUND-Gruppen tun? Also ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, auch vor der eigenen Haustür aktiv zu sein und dort für Wildnisziele einzutreten und auch zu fordern, dass wir Flächen aus der Nutzung nehmen, die auch heute jetzt nicht die Qualitätsmerkmale haben, die die rumänischen Urwälder haben. Aber das sind ja Entwicklungsflächen, wo wir der Natur wieder die Chance geben sollten, ihre Prozesse zu entfalten. Das hilft uns in der internationalen Debatte auch, weil was uns eben häufig entgegengehalten wird, ist, naja, ihr habt ja schon alles kaputt gemacht, macht doch erstmal selber was. Also, und deshalb glaube ich, und das ist ja auch richtig, an diesem Argument ist ja auch ein wahrer Kern dran. Und deshalb glaube ich, ist das eine ganz zentrale Aufgabe, die wir alle hier in Deutschland haben, dafür einzutreten, dass die Wildnisziele hier endlich erreicht werden. Da sind wir auch meilenweit davon entfernt. Und wie das 10%-Ziel in Deutschland umgesetzt werden soll, da bin ich auch noch sehr gespannt. Das ist ja unterstützt worden, auch von der letzten Bundesregierung, im Übrigen auch von der rumänischen Regierung. Alle Mitgliedstaaten haben die Zielsetzungen der europäischen Biodiversitätsstrategie so unterschrieben und haben gesagt, wir wollen das. Ich bin mal gespannt, wie das bis 2030 gehen soll. Bisher sieht man da relativ wenig Bewegung an der Stelle. Und dann nochmal zu diesem ganzen Komplex EU-Kommission, Vertragsverletzungsverfahren. Eine Frage, die vorhin ja gestellt wurde, die habe ich ein bisschen übergangen, nämlich ja, gibt es da Strafzahlungen und so weiter. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass eine EU-Intervention in Rumänien absolut notwendig ist. Eben auch wegen des Problems der Korruption, wo es einen äußeren Impuls, einen Impuls von außen braucht, um zu sagen, okay, also jetzt wird das so teuer, wenn wir diese EU-Naturschutzgesetze weiter verletzen, wir müssen jetzt wirklich was tun. Und dafür braucht es letztendlich in meinen Augen eine Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof. Was die rumänische Regierung bisher ziemlich geschickt macht,
ist, dass sie der EU-Kommission immer wieder sagt, ja, aber wir haben doch alles schon umgesetzt. Alles, was ihr von uns wollt, haben wir doch schon gemacht. Und die Kommission selbst hat, und das wird häufig nicht gesehen, hat keine Mittel, um zu überprüfen, ob diese Aussagen stimmen oder nicht. Und sie sind dann im Wesentlichen darauf angewiesen, dass NGOs wie Euronatur und Agent Green, dass wir Daten sammeln und die Kommission damit versorgen, sagen, das stimmt aber nicht. Die rumänische Regierung sagt hier nicht die Wahrheit. Und das kennen wir ja auch aus Deutschland und anderswo, dass es einfach die NGOs, die Zivilgesellschaft braucht, um die Kommission mit Fakten und Daten zu versorgen. Und das ist hier auch der Fall. Und deshalb ist unsere Arbeit im Moment auch so wichtig an der Stelle, weil wir eben beständig dafür sorgen, dass die Kommission das nicht länger ignorieren kann. Im Übrigen hilft es auch, darüber weiter zu reden. Es hilft auch, an die Kommission zu schreiben, dass sie das immer, nicht immer nur von uns hört, dass das ein Problem ist. Und es hilft durchaus auch, der Bundesregierung das mal zu schreiben. Also einfach dieses Thema Wald, Urwaldzerstörung in Rumänien als großes europäisches Naturschutzdrama mehr ins Bewusstsein aller zu bringen. Ja. Weil wir brauchen eine kollektive und gemeinsame Anstrengung. Es wird auch nicht so sein können, dass das Problem allein von Rumänien gelöst werden kann. Ja, oder auch IKEA zu schreiben, ne? Also auch wirklich den Unternehmen anzuschreiben, nicht nur IKEA, auch andere Möbelhersteller und zu fragen, wo bekommen sie eigentlich ihr Holz her und wie stellen sie eben diese sicher, dass nicht Urwälder gerodet werden. Und so wichtig finde ich da eben auch eure Arbeit, eben die lokale zivile, die lokale Zivilgesellschaft da entsprechend zu stärken, also die NGOs vor Ort, weil das ja, die haben ja eine ganz andere Ortskenntnis dann nochmal und Kulturkenntnis auch, als wir das dann aus Deutschland aus machen können. Das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, ja, spannend. Gut. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Es war wiederum ein großes Vergnügen, dich als Referenten zu haben. Wir sehen uns bei einer der nächsten Naturschutztage-Runden wieder. Wie du gesagt hast, gerne dann auch wieder live und in Farbe in Radolfzell. Aber ich finde, es war auch in dieser Form ein wertvoller Beitrag. Und auch jetzt dieses Schlusswort nochmal aufzuzeigen, wo wir selber aktiv werden können, war, glaube ich, sehr hilfreich nochmal für unser Publikum. Danke dir. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, okay. Vielen Dank, Gabriel.